Ich möchte jetzt als nächstes Wolfgang Däubler auf die Bühne bitten. Und ihn ganz herzlich begrüßen. Wolfgang Däubler ist Professor an der Universität Bremen und wir sind froh, diesen bekannten und streitbaren Arbeitsrechtler hier bei uns begrüßen zu können. Er greift seit langem in die deutschen Debatten um das Streikrecht ein. Und auch hier wird er über das Streikrecht sprechen und über den aktuellen Stand der Auseinandersetzung über dieses ja zentrale Recht der Beschäftigten und ihrer Gewerkschaften. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich zu einer so großen Veranstaltung eingeladen werde. Und wenn man das Programm anschaut, und die gebündelte Praxis, die man hier erfahren kann, dann ist es auch eine großartige Veranstaltung, nicht nur eine große. Mein Thema, Streikrecht unter Beschuss, ist eigentlich ein sehr defensiv angelegtes. Und da könnte man also immer jammern über das, was die bösen Menschen da oben alles mit unserem Streikrecht vorhaben. Das will ich aber nicht tun. Ich will jetzt nicht mich hier hinstellen und jammern. Ich habe mich erinnert bei der Vorbereitung an einen alten Studentenspruch aus Bremen aus den 70er Jahren. Nicht jammern und picheln, sondern hämmern und sicheln. Das Symbol passt vielleicht nicht mehr ganz so in die Zeit, aber die Grundhaltung ist notwendiger denn je. Was gab es für Angriffe auf das Streikrecht? Da gab es einmal einen Professorenentwurf zur Beschränkung des Streikrechts in der Daseinsvorsorge. Dann gibt es das Gesetz über Tarifeinheit, das im Moment vom Bundesverfassungsgericht geprüft wird. Dann gibt es die Entscheidungen gegen den Pilotenstreik und auf Schadensersatz der Fluglotsengewerkschaft in Höhe von mehr als 4 Millionen. Dazu ist auch einiges zu sagen. Und im Übrigen gibt es ja immer wieder Angriffe auf das Streikrecht. Das Streikrecht ist das einzige Grundrecht, das im Grunde genommen immer wieder eine schlechte Presse kriegt. Ja, das heißt also, das Streikrecht ist etwas, was so unseren etablierten Meinungsmachern irgendwie nicht so richtig gefällt. Ja, es ist zwar anerkannt in der Rechtsprechung, man kann nicht sagen, ich will für das abschaffen, aber man mag es nicht so recht. Und die Frage ist dann, was man da im Einzelnen tun kann. Zu dem Professorenentwurf ganz kurz. Das waren zunächst 9 Professoren, die haben gesagt, Streiks in der Daseinsvorsorge sind schlimm, da leidet der Bürger ganz verheerend. Und deshalb müssen wir also dieses Streikrecht vom Verfahren her möglichst erschweren. Deshalb der Vorschlag, bei jeder Tarifauseinandersetzung erstmal eine Schlichtung. Keine Zwangsschlichtung, sondern eine Schlichtung, deren Ergebnis man dann annehmen oder ablehnen kann. Es dauert aber 3 Monate, bis sowas mal vorbei ist. Und dann, wenn man diese 3 Monate hinter sich hat, dann muss man mit Mindestankündigungsfristen einen Streik auch ankündigen, damit auch die Gegenseite sich rechtzeitig darauf einstellt. Mittlerweile ist dieses Konzept aber ein bisschen in den Hintergrund gedreht. Also aus den 9 Professoren sind 3 geworden. Ja, weiß auch nicht warum. Und es ist so, dass, sagen wir, eine politische Konstellation, die sowas realisieren würde, eigentlich nur denkbar ist unter einer CDU-FDP-Regierung. Und
wenn man sich so die Umfragen anschaut, reicht es nie im Leben. Es reicht vielleicht, ja, mit dem Beifall bin ich sehr einverstanden. Also es reicht vielleicht wieder CDU, SPD, da habe ich auch keinen Bedarf, Beifall zu klatschen. Aber jedenfalls wird mit einer solchen Konstellation so ein Gesetz zur Einschränkung des Streikrechts nicht kommen. Und deshalb ist es eine relativ weit entfernt liegende Gefahr, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Sache sieht etwas anders aus mit dem Tarifeinheitsgesetz. Da muss ich nur ein paar Dinge mehr sagen. Seit Juli 2015 gilt das Tarifeinheitsgesetz. Und Tarifeinheit bedeutet, in jedem Betrieb gilt nur ein Tarifvertrag, und zwar der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die in dem Betrieb die höhere Mitgliederzahl hat. Da geht man im Allgemeinen davon aus, dass das typischerweise die DGB-Gewerkschaften sind, und dann sind die gewissermaßen durch dieses Prinzip die lästige Konkurrenz los. Das ist aber nicht so, sondern es gibt Bereiche, da ist der DJV, Deutscher Journalistenverband, stärker als Verdi. Es gibt Bereiche, die werden von der GDL, von den Lokführern beherrscht. Es gibt Krankenhäuser, da hat man mehr Menschen, die im Marburger Bund sind, als Menschen, die bei Verdi sind. Da hat man dann auch etwas überraschende Resultate. Man muss auch berücksichtigen, es gibt sehr, sehr schwach organisierte Betriebe, die aber immer noch Tarifverträge haben. Ich komme aus so einem Betrieb, wo ich Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat bin. Unser Organisationsgrad, das ist eine Bank, der Organisationsgrad ist vielleicht 1%. Und es sind ungefähr 1000 Beschäftigte, also es sind 10 Menschen, die Gewerkschaftsmitglieder sind. Wenn wir nun in der Beziehung einen bösartigen Vorstand hätten, dann könnte der ohne weiteres irgendwie ein paar Christen veranlassen. Wir hätten da einen kleinen Wunsch. Das macht er dann nicht selber. Sondern da gibt es ein paar leitende Angestellte, die sagen, da gibt es eine Initiative und es ist interessant und es wird vom Vorstand sehr positiv gesehen. Das heißt, es wirkt sich dann auch auf die Laufbahn unter Umständen sehr positiv aus. Und es wäre überhaupt keine Kunst, da 15 oder 20 Leute zu finden, die plötzlich ihr christliches Gewissen entdecken. Ja, und die dann also bei so einer christlichen Gewerkschaft sind und schwuppdiwupp hätten wir dann die Christentarife. Also, man muss sehen, das Tarifeinheitsgesetz kann in vieler Hinsicht, in vielen Fällen, den Flächentarif aufbrechen. Indem man nämlich Betriebe hat mit atypischen Mehrheiten, wo dann plötzlich ganz andere Tarifverträge gelten. Bis hin zu der Konkurrenz durch die christlichen Gewerkschaften. Es gibt gegen das Tarifeinheitsgesetz sehr weitreichende juristische Bedenken. Man kann sagen, die allermeisten Juristen, die sich dazu geäußert haben, sind dagegen, weil nämlich die Minderheitsgewerkschaft ja keine wirksamen Tarifverträge mehr abschließen kann. Ihr nimmt man also das Recht, das wichtigste Recht, das man als Gewerkschaft hat in unserem System, Tarifverträge abschließen zu können. Sie ist also insoweit ihres wesentlichsten, vom Grundgesetz garantierten Rechts beraubt. Das lässt sich nicht so einfach rechtfertigen, sondern da müsste schon das wahrhaftige Chaos drohen. Dann würden Juristen sagen, jawohl, da muss man eingreifen können. Aber in Deutschland droht kein Chaos. Das ist völlig undenkbar. Ja, wir sind eine ganz ordentliche Gesellschaft und außerdem erinnere ich mich immer an das Deutschlehrbuch für Franzosen, mit dem ich mal, als ich in Frankreich Nachhilfestunden gegeben habe, befasst habe. Also da stand drin, die Deutschen verfallen in die Arbeit wie andere in die Sünde.
Also das Chaos droht nicht. Und insofern kann man einen solchen Eingriff in die Koalitionsfreiheit meines Erachtens nicht rechtfertigen. Und dazu kommt noch was anderes. In dem Gesetz steht was ganz Verrücktes drin. Wenn die Mehrheitsgewerkschaft nur in einem Punkt, zum Beispiel über die Löhne, einen Tarifvertrag abschließt, dann werden die Tarifverträge der Minderheitsgewerkschaft zu allen anderen Gegenständen auch unwirksam. Sie können auch nicht mehr angewandt werden. Also ein Lohntarif, den die Christen abschließen würden, ja, würden die gesamten Metalltarife beispielsweise verdrängen. Und zwar auch, wenn die sich nicht auf Lohn beziehen, sondern auf betriebliche Altersversorgung und dieses und jenes. Das wäre alles möglich. Ich kann nur sagen, ich habe wenig Sympathien für dieses Gesetz. Verdi hat auch Verfassungsbeschwerde eingelegt, was ich sehr erfreulich finde. Ja, man spricht hier... Die Fraktion Die Linke hat im Bundestag gegen das Gesetz gestimmt, genauso wie die Grünen. Die Große Koalition natürlich dafür, das ist klar. Meines Erachtens kann sich so ein Gesetz auf Dauer nicht halten, wie auch immer Karlsruhe entscheidet. Denn das ist gewissermaßen alter Korporatismus. Und gegen so ein Gesetz, das gewissermaßen eine Art von Tarifmonopol schafft, sind sowohl die Liberalen als auch die Linken. Eine ganz seltene Koalition. Aber politisch, auch in der juristischen Auseinandersetzung, ist es so, dass wir sowohl konservativ-Liberale haben, die dagegen wettern, als auch sehr viele Linke, die dagegen wettern. Und gegen eine solche gewissermaßen massierte Union von rechts und links lässt sich so eine Geschichte nicht auf Dauer aufrechterhalten. Nun ist man natürlich in Karlsruhe wie auch sonst vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand. Man weiß natürlich nie, was die dann effektiv entscheiden werden. Deshalb muss man sich, wenn man ein bisschen weiter schaut, auch immer überlegen, was man macht, wenn es schief läuft. Da gibt es schon genügend Überlegungen, die wollen wir jetzt aber nicht nennen. Das ist nicht sinnvoll. Nur ein Punkt. Die Krankenhäuser haben heute riesige Schwierigkeiten, genügend Ärzte zu bekommen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es Ärzte gibt, die haben festgestellt, in der Schweiz kann man die 40-Stunden-Woche als Arzt praktizieren. Und das gleiche in Dänemark und Schweden. Ja, und die Sprachen kann man lernen. Das geht. Ja. Mein eigener Sohn ist Arzt und der war auch lange in der Klinik. Und der ist dann in werksärztlichen Dienst übergewechselt und hatte plötzlich gewissermaßen in eigener Person die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, einen 8-Stunden-Tag zu haben. Das ist ein fantastischer Fortschritt, den die ganze Familie begrüßt hat. Ja? Klar, das ist toll. Also, wenn die Reden des Vaters vielleicht nicht überzeugt haben, ja? Aber diese Erfahrung hat überzeugt. Das ist übrigens eine wichtige Sache für Überzeugungsbildung. Insgesamt die eigene Erfahrung ist immer das, was eigentlich die stärksten Verankerungen von bestimmten Überzeugungen zur Folge hat. Also, die Ärzte sind knapp. Und da kann man sich furchtbar schwer vorstellen, dass die Krankenhäuser sagen würden, ihr kriegt einen schlechteren Tarifvertrag als der, den der Marburger Bund vereinbart hat. Völlig undenkbar. Ja, da ist der Markt stärker. Rechtlich kann man das machen, indem man im Arbeitsvertrag auch auf einen unwirksamen Tarifvertrag verweist. Das geht. Ja? Also das nur als eine Möglichkeit, was man tut, wenn also es schief gehen sollte. Die Lokführer waren ganz schlau. Die haben am Tag vor Inkrafttreten des Tarifeinheitsgesetzes noch einen Tarifvertrag geschlossen, wo drin steht,
bis 2020 findet das Tarifeinheitsgesetz auf uns keine Anwendung. Ja, das stimmt auch, das kann man machen. Ja. Und das ist eine ganz gute Sache. Also, da gibt es dann schon Gegenmittel, also nicht unterkriegen. Dann, neueste Entscheidungen, LAG Frankfurt zum Pilotenstreik. Die Piloten haben gestreikt wegen ihrer betrieblichen Altersversorgung. Unbestreitbar ein zulässiges Ziel. Sie hatten aber auch das Anliegen, dass die Lufthansa den Konzerntarif nicht aushebelt, indem sie in Österreich bei einer neuen Tochtergesellschaft Leute einstellt und die dann einsetzt auf deutschen Strecken zu sehr viel niedrigeren Löhnen, als die mit der Lufthansa im Tarifvertrag vereinbart waren. Das heißt, es ging darum, dass sie eigentlich die Unterlaufung des Tarifvertrags verhindern. Dann waren sie aber vorsichtig und haben gesagt, wir streiken nur wegen der betrieblichen Altersversorgung. Und dann kam das LAG Frankfurt und hat gesagt, das glauben wir euch nicht. Das ist eine sehr gefährliche These und haben also gesagt, ja, ihr sagt zwar betriebliche Altersversorgung, aber viele eurer offiziellen Sprecher haben gesagt, das andere ist uns viel wichtiger. Und um das andere kann man nicht streiken, weil es eine unternehmerische Entscheidung ist. Letzteres ist grundfalsch, denn die haben ja nur ihren Tarifvertrag verteidigt, ja, und nicht etwa eine neue unternehmerische Entscheidung als solche aufheben wollen, sondern sie haben sich ja nur auf den Tarifvertrag bezogen und das muss man können. Nun weiß man natürlich nicht, das war eine Entscheidung im Verfahren der einstweiligen Verfügung. Und das ist nicht in dem Sinn rechtskräftig, da kann man also ein sogenanntes Hauptverfahren machen, das dann die Geschichte korrigiert. Die Art und Weise, wie die VC, die Vereinigung Cockpit, da behandelt wurde, ist intern, ist die durchaus heftige Kritik ausgesetzt. Also man muss sehen, es gibt bei den Urteilen, wie in der juristischen Diskussion, verschiedene Ebenen. Beim Urteil gibt es die mündlichen Gründe, die schriftlichen Gründe und die wahren Gründe. Und so gibt es da auch in der juristischen Diskussion so verschiedene Ebenen. Ja, da gibt es das, was man schreibt in der Öffentlichkeit, in der juristischen Fachöffentlichkeit, was die Zeitungen schreiben. Und es gibt so, was mündlich gewissermaßen das Kantinengespräch ist. Und das ist gegebenenfalls sehr viel wichtiger. Und in diesem Kantinengespräch wird diese Entscheidung ziemlich generell abgelehnt, weil man sagt, also so kann man mit dem Streikrecht nicht umgehen. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber die Piloten werden sich zu helfen wissen. Ja? Da gibt es dann schon Möglichkeiten in der nächsten Tarifrunde, das irgendwie, sollte sich das bestätigen, dann zum Gegenstand einer Abmachung zu machen. Dann haben wir die Geschichte mit Fraport und der Gewerkschaft der Flugsicherung. Das ist eine Geschichte, wie sie das Leben schrieb. Folgende Situation. Es geht um eine Tarifrunde zwischen den Fluglotsen und der Fraport. Und zwar für die Gruppe der Vorfeldlotsen. Das sind die Menschen, die die Flugzeuge, wenn sie am Boden sind, dirigieren. Und die Tarifparteien haben sich nicht geeinigt. Und dann haben sie Ole von Beust aus Hamburg als Schlichter herangeholt. Der steht nun nicht im Ruf, ein besonders toller Arbeitnehmerfreund zu sein. Kann man nicht sagen. Trotzdem hat er einen Schlichtungsspruch gemacht, den Fraport abgelehnt hat, aber der Gewerkschaft sehr entgegenkam. Und dann hat die Gewerkschaft gesagt, wir wollen streiken für die Annahme des Schlichtungsspruchs. Die haben den Schlichtungsspruch zum Gegenstand ihrer eigenen Forderung gemacht. Der Schlichtungsspruch hat aber auch Veränderungen beinhaltet,
aus einem nicht gekündigten Tarifvertrag, die also noch unter Friedenspflicht stehen. Ja? Also man kann natürlich als Schlichter einen Vorschlag machen, dass man auch bestehende Tarifverträge, die nicht gekündigt sind, ändert. Das kann man jederzeit vorschlagen. Und es hat niemand gemerkt bei der GDF, dass ja in diesem Schlichterspruch auch Dinge drin sind aus einem nicht gekündigten Tarifvertrag. Trotzdem haben sie also gesagt, wir streiken dafür, dass das kommt, was der Schlichter gewollt hat. Fraport hat es auch nicht gemerkt. Ja? Unglaublich. Bis nach ungefähr einer Woche ein relativ intelligenter, auch ziemlich zynischer Arbeitgeberanwalt sich die Sache angeguckt hat und gesagt, das ist ja ein Verstoß gegen Friedenspflicht. Die können dafür ja gar nicht streiken. Und dann ist Fraport zum Arbeitsgericht gelaufen, hat eine einstweilige Verfügung beantragt und durch einstweilige Verfügung ist dann der Streik wegen Verstoßes gegen die Friedenspflicht verboten worden. Und jetzt kommt Fraport und sagt, wir wollen Schadensersatz. 4,3 Millionen. Ja? Rechnen das irgendwie aus. Und da gibt es also eine uralte Rechtsprechung, die sagt, wenn von mehreren Forderungen eine rechtswidrig ist, dann ist der ganze Streik rechtswidrig. Das nennt man die Rührei-Theorie. Also wenn gewissermaßen von vielen Forderungen, ja, von vielen Eiern eins verdorben ist, ja, ist das ganze Omelett nicht mehr zu genießen. Das hat das BAG in 50er Jahren mal entwickelt, hat allerdings gesagt, bei untergeordneten Forderungen könnte man vielleicht eine Ausnahme machen. Hier hat man gesagt, diese Forderungen aus dem nicht gekündigten Tarifvertrag waren für die Streikentscheidung überhaupt nicht maßgebend. Und deshalb hat man gesagt, okay, die sind hier überhaupt nicht maßgebend, kein Schadensersatz. Die hätten nämlich auch gestreikt ohne die zwei Forderungen. So das Arbeitsgericht Frankfurt, so das LAG Frankfurt und das BAG hat anders entschieden und hat die Rührei-Theorie wieder angewandt. Jetzt muss LAG Frankfurt über die Höhe des Schadens entscheiden, dann wird es nach Karlsruhe gehen ans Bundesverfassungsgericht. Das dauert also noch einige Jahre, bis da wirklich eine Entscheidung vorliegt. Ich finde es erstaunlich, dass die Rührei-Theorie da wieder angewandt wurde. Es ist so, dass das Bundesarbeitsgericht eigentlich gegen die Tarifeinheit ist, die im Moment in Karlsruhe ja hängt und die noch dieses Jahr entschieden werden soll. Und es gibt nun die Auffassung, die sagt, diese Verurteilung zu Schadensersatz ist eigentlich nur erfolgt, um deutlich zu machen, wir haben auch die Spartengewerkschaften im Griff. Ihr könnt also durchaus das Gesetz aufheben in Karlsruhe, das Chaos bricht nicht aus. Diese These ist mal gegenüber Entscheidungsträgern, die an der Entscheidung beteiligt waren, geäußert worden in meiner Gegenwart und die haben sowas von emotional negativ reagiert. Unverschämtheit, so was zu behaupten. Dass man direkt glaubt, sie ist doch was dran. Also ist natürlich reine Spekulation, kann man so im Einzelnen nicht sagen. Die Geschichte ist aber noch nicht wirklich entschieden, denn es wird nach Karlsruhe, gegebenenfalls nach Straßburg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Und da hat man auch ganz gute Aussichten. Dann mein letzter Punkt. Ich habe ja eine halbe Stunde und es ist mir gerade gezeigt worden, noch 8 Minuten. Guter Service. Also, das Wichtigste ist eigentlich, wir müssen an der Akzeptanz des Streikrechts in der Gesellschaft arbeiten. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man durch Öffentlichkeitsarbeit die Streikziele jeweils unter die Leute bringt, möglichst viele Leute findet, die sagen, das sind vernünftige Streikziele. Das ist übrigens auch einer der großen Vorzüge des Charité-Streiks. Wenn man sagt, da gibt es Besetzungsregeln im Krankenhaus, in der Intensivstation eine Pflegekraft für 2 Betten, in der Normalstation eine Pflegekraft für 5 Betten, dann ist das eine Forderung, die sieht irgendwie jeder ein. Ja, dass man gut versorgt wird im Krankenhaus, das ist eine Forderung, die ist gut. Ja, da hat niemand was dagegen.
Es hat vielleicht jemand was dagegen, wenn die Piloten 5% Lohnerhöhung verlangen. Aber nicht gegen solche Forderungen. Und man hat übrigens versucht, auch diesen Streik bei der Charité verbieten zu lassen, mit dem Argument, die Zahl der einzusetzenden Mitarbeiter ist eine freie unternehmerische Entscheidung, die darf nicht Gegenstand eines Streiks sein. Und das LAG Berlin-Brandenburg hat mit Recht entschieden, Quatsch, ja, natürlich darf man für Besetzungsregeln streiken. Das ist mal ein Punkt. Eine andere Sache, wo es vielleicht noch nicht so optimal geklappt hat, war der Lokführerstreik. Auch da sieht man ja irgendwo ein, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, dass Lokführer unendlich viele Überstunden machen und dass die in übermüdetem Zustand da vorne sitzen. Das ist ja vielleicht nicht so ganz gut. Und deshalb haben sie ja dann im Streik, am Ende des Streiks, also erreicht, dass die Bahn sich verpflichtet hat, 300 neue Lokführer einzustellen. Sie haben eine Situation, dass sie sogar mehr Interessenten haben als die 300. Sollte man wissen, weil die ganzen Probleme, dass sich viele Leute mit Recht beklagen, dass sie zu viel arbeiten müssen, dass sie sich überfordert fühlen, die kann man natürlich am ehesten dadurch lösen, dass man sagt, also die Zahl der eingesetzten Personen wird einfach erweitert. Ja? Das ist klar. Und da kann man also eine ganze Menge machen. Und da hat also die GDL das ganz gut gemacht. Dann ist wichtig, dass man gewissermaßen Glaubwürdigkeit auch nach innen verbreitet. Wir haben sehr viel mit Recht über Solidarität an der Basis gehört und geredet. Ich will mal noch ein anderes Beispiel bringen. Es kommt auch darauf an, wie die Oberen sich verhalten. Ich habe in den 70er Jahren mal einen ganz aparten Anruf gekriegt von Franz Steinkühler. Der war damals der Bezirksleiter in Stuttgart. Und da war Folgendes passiert. Ein Arbeiter hatte mit Blechen gearbeitet und es ging ihm nicht gut und er hatte den Eindruck, dass bei der Bearbeitung, bei der Oberflächenbearbeitung der Bleche irgendwelche giftigen Stoffe freigesetzt werden und das die Ursache ist, ist wegen dieser Geschichte zur Gewerbeaufsicht gegangen. Die Gewerbeaufsicht ist gekommen, hat nichts gefunden und dann ist er gekündigt worden mit dem Argument, er hat die Firma angeschwärzt. Man geht nicht einfach zur Gewerbeaufsicht. Daraufhin hat er gegen die Kündigung geklagt. Und seine Klage ist vom Arbeitsgericht Karlsruhe zurückgewiesen worden. Unbegründet. Du bist mit Recht gekündigt. Daraufhin hat Steinkühler ganz öffentlich gesagt, es sei ein Schandurteil. Das Wort Schandurteil ist natürlich kein Ausdruck der besonders freundlichen Kommentierung. Und es gab in 20 Jahre vorher gab es viele Entscheidungen zum Terrorurteil, das war also Beleidigung. Schandurteil, wie ist es? Jedenfalls, die Staatsanwaltschaft hat ein öffentliches Interesse bejaht und ein Verfahren eingeleitet, ein Strafverfahren gegen Steinkühler wegen Beleidigung. Und dann war seine Frage folgende. Ich werde ja wahrscheinlich verurteilt, denn in der Justiz gilt das Krähenprinzip. Wenn ich eine Krähe beschimpfe, und sage, es ist ein Schandurteil, dann kriege ich wahrscheinlich von der anderen Krähe eins aufs Dach. Habe ich auch so eingeschätzt. Und dann hat er gesagt, da kriege ich also deine Geldstrafe, ersatzweise Freiheitsstrafe. Und ich möchte in Knast gehen für diese Geschichte. Also ich lasse mich für diese Aussage, das Schandurteil ist ein Schandurteil, ja, für die lasse ich mich einsperren, 8 Tage lang. Ja. Das ging dann leider nicht, weil die erst versuchen zu vollstrecken, wenn man eine Geldstrafe hat. Da machen die Lohnfindung. Und bloß wenn nichts da ist, sperren sie den Menschen ein. Ja. Also insofern hätte er keine Chance gehabt, eingesperrt zu werden. Und es ging auch deshalb nicht, weil er freigesprochen wurde. Ja. Also,
Nur, was mich an der Geschichte so irgendwie beeindruckt, auch in der späteren Betrachtung, ist die Tatsache, dass sich da einer als Person unheimlich einbringt und einsetzt. Das schafft Glaubwürdigkeit, so eine Haltung. Und ich hätte eigentlich gewisse Schwierigkeiten bei manchen seiner Nachfolger, eine vergleichbare Grundhaltung wiederzufinden. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich nur noch ganz wenig Zeit. Das ist natürlich furchtbar traurig, weil ich wollte noch ein paar Dinge sagen über die Spartengewerkschaft. Da gibt es ja nun immer wieder viele Auseinandersetzungen. Ich finde, wir sollten mit den Spartengewerkschaften objektiv und wertfrei umgehen, uns anschauen, was die effektiv machen. Und sehen, ob wir von denen auch was lernen können. Vielleicht machen sie manches besser als wir. Vielleicht ist es auch umgekehrt. Das kann ja sein. Aber man sollte grundsätzlich miteinander reden und am gleichen Strang ziehen. Ich habe einmal... Und es ist sicher bei der Gründung dieser Organisation, vor der Gründung, der Fehler gemacht worden, dass man nicht ausreichend auf die Bedürfnisse dieser Gruppen eingegangen ist. Und da haben sie sich verselbstständigt. Bei den Fluglotsen war das ganz eindeutig. Ja? Die hat man richtig hängen lassen in der Tarifrunde. Und ich habe mal mit dem Vorstand der Fluglotsengewerkschaft diskutiert, als Jurist kommt man ja immer so wohin, und habe gesagt, also eigentlich könntet ihr die Müllmänner des 21. Jahrhunderts sein. Erst mal eine kleine Schrecksekunde. Ja, und dann haben sie verstanden, was ich gemeint habe. Also die Müllmänner waren in der traditionellen Tarifrunde im öffentlichen Dienst immer die Vorhut. Heute ist da viel privatisiert und es funktioniert nicht mehr so mit der Vorhut. Ja? Aber die Fluglotsen, das sind 2000 Leute, die kennen sich wechselseitig. Und wenn da einer nicht mitstreiken würde, das würde man ihm aber nach 10 Jahren noch entgegenhalten. Und das gibt es nicht. Das gehört einfach dazu. Weil man sich kennt und weil jeder, der da nicht mitmacht, sich unsolidarisch verhalten würde, funktioniert es auch und man hält effektiv zusammen. Das ist so eine Geschichte. Und da habe ich sie also gefragt, ja, wärt ihr eigentlich bereit, so eine Funktion zu übernehmen in der großen Einheitsgewerkschaft? Ihr gewissermaßen vorneweg? Ja, natürlich, würden wir jederzeit machen. Wir haben keine Probleme der Berührungsangst. Und ich war bei verschiedensten Delegiertenkonferenzen und quasi Gewerkschaftstagen von Spartengewerkschaften, der Diskussionshorizont, die Art und Weise, wie man politisch oder unpolitisch diskutiert, ist kein Haar anders wie bei den DGB-Gewerkschaften. Ja? Im Positiven wie im Negativen. Ja? Das muss man also auch dazu sagen. So. Wir müssen uns also bemühen, in vieler Hinsicht das Streikrecht zu verteidigen, in dem Sinn, dass es eine allgemein akzeptierte Handlungsform ist. Denn es gibt keine demokratische Gesellschaft ohne Streikrecht. Und vom Streikrecht muss man natürlich auch Gebrauch machen, und das haben wir ja gehört, es passiert auch effektiv bei uns. Nicht ganz so wie in anderen Ländern. Und man darf dabei natürlich auch, sagen wir mal, nicht immer nur an die rechtlichen Schranken denken. Ich war vor einigen Jahren mal in Spanien, ungefähr 3 Wochen vor einem geplanten Generalstreik. Und dann habe ich meinen Arbeitsrechtskollegen gefragt, wie ist das eigentlich nach spanischem Recht? Dürfen die einen Generalstreik machen? Und hat er gesagt, das ist eine typisch deutsche Frage. So, das wär's. Herzlichen Dank.